Es freut mich, dass Sie als Zuschauer, als politisch Interessierter, als Teilnehmer von dem Podium heute Abend, aber auch als Wähler und Stimmberechtigter zum bevorstehenden Podium erschienen sind. Heute Abend geht es dabei um nichts anderes und nichts weniger als in den Grundwerten unserer direkten Demokratie. Am 25. November stimmen wir Schweizerinnen und Schweizer über die SPI, also die Selbstbestimmungsinitiative, ab. Wir wissen, dabei ganz grundsätzlich geht es darum, ob Landesrecht vor Völkerrecht gelten soll, ob wir uns in der Schweiz tatsächlich von Putins und Erdogans entsandten Richter Recht sprechen lassen. In diesem Zusammenhang kommt mir eine Metapher in den Sinn. Stellt mir uns mal vor, wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus. Unten am Stegenhaus hängt eine Hausordnung. Sie wohnen mit ihrer Familie im zweiten Stock und haben selbstverständlich ebenfalls eine interne Hausordnung, die zum Beispiel sagt, dass man nicht mit den Schuhen in die Wohnung hineinläuft. In dieser Hausordnung vom Stegenhaus steht aber nichts von Schuhen. Oder wenn, dann höchstens noch von Skischuhen. Wie fühlen Sie sich, wenn sich Ihr Besuch auf die Stegenhausordnung bezieht? Naja, man kann vielleicht sagen, Sie haben dann den falschen Besuch oder die falschen Freunde. Wer weiß das schon? Aber Sie merken sicher, wo es anläuft. Und sollte es am Ende gar noch wirklich zum Streit kommen mit dem Schuhfreund, weil er sich auf die Stegenhausordnung bezieht, würde der Hauseigentümer, am besten noch einer, der seine Mieter kaum kennt, als Schiedsrichter entscheiden. Darum ist heute Abend genau dieser Selbstinitiative unsere Zeit gewidmet. Wir dürfen Ihnen, liebes Publikum, eine hochkarätige und interessante Teilnehmer präsentieren. Wir sind auf dem harten, aber fairen und sachlich korrekten Ablauf gespannt. Moderiert wird das Podium vom Herrn Andreas Kurz vom Zürcher Oberländer. Herzlichen Dank auch an alle Teilnehmer am Podium, die sich heute Abend spontan zur Verfügung gestellt haben. Ich wünsche ein spannendes und informatives Gespräch. Damit darf ich das Wort dem Herrn Kurz vom Zürcher Oberländer geben. Danke vielmals. Auch von mir noch guten Abend miteinander. Ich möchte anfangen, die erste Frage an die Zeit der Initianten zu stellen, weil ohne sie wären wir gar nicht da heute Abend. Und Herr Mühr hat es erwähnt, es geht um die Grundwerte der direkten Demokratie. Ich würde es auch gerne noch ein bisschen konkreter hören. Also, welchen Missstand, welche Probleme möchten Sie mit dieser Initiative konkret bekämpfen, die wir heute haben? Können Sie da ein, zwei Beispiele bringen? Also, fühlt es sich gut. Also, guten Abend von meiner Seite auch. An Sie, geschätzte Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ja, warum kommt es überhaupt zu dieser Selbstbestimmungsinitiative, respektive zu dieser Abstimmung vom 25. November? Das Ganze hat eigentlich 2012 angefangen, als das Bundesgericht einen Entscheid gefällt hat, zusammengefasst eigentlich, dass sie internationales Recht über unsere Bundesverfassung stellen tut. Es ist darum einen Fall gegangen von einer Ausschaffung von einem kriminellen Ausländer. Das Bundesgericht hat entschieden, dass unsere Verfassung sagt zwar, die müssen, also solche kriminelle Ausländer müssen ausgeschafft werden, aber das internationale Recht aufgrund von einem anderen Menschenrecht, das dort genannt worden ist, hat er entschieden, nein, der muss da in der Schweiz bleiben. Und eigentlich der Skandal, der dahinter ist, ist eben, dass die direkte Demokratie, respektive unser Volksentscheid, wo das Volk gefällt hat und in der Verfassung so hat niederschreiben, nicht umgesetzt worden ist. Also es geht um frühere Initiativen von der SVP, die so nicht umgesetzt worden ist, wie sie sich ausgestellt. Nicht nur. Wenn Sie eine Rechtsgemeinschaft sind oder ein Gemeinwesen, dann geben Sie sich Regeln. Sie haben es mit anderen Organisationen und Staaten zu tun. Und wenn die Staaten zwischen den Ländern Verträge abschliessen, dann sagt man dem Völkerrecht. Der Begriff, den wir im Deutschen brauchen, ist eigentlich nicht sehr korrekt. Internationales Recht wäre besser. Aber die Idee, die dahinter steht, ist sehr gut. Also die grossen Denker, Hugo Grotius und so, die
einen Rechtskörper geschaffen haben, zum Krieg verhindern, finden wir alle gut. Aber jetzt gibt es nun einfach mal die Situation, dass sie mit ihren eigenen Regeln und denen, die sie mit außen abgemacht haben, kann es einen Konflikt geben. Völlig normal zwischen den Staaten. Und das geht's. Wir haben bis jetzt eine perfekte Rechtsprechung gehabt, bis ins Jahr 2012, wo Timotheus erwähnt hat. Das ist die sogenannte Schubert-Praxis. Ich muss da schnell ein bisschen ausholen, mit entschuldigen. Der Herr Schubert, das war ein Österreicher, der wollte in der Schweiz Land kaufen, in Tessin. Die Tessiner Behörden haben gesagt, sorry, geht nicht, weil wir haben die Lex Friedrich und die verbietet den Erwerb von Land durch Ausländer. Und dann ist der Herr Schubert gekommen und hat gesagt, ja Moment, ich habe aber einen Staatsvertrag, wo die Schweiz in der Zeit mit der KUK-Monarchie, also Österreich-Ungarn, abgeschlossen hat. Und der hat gesagt, tatsächlich, punkto Landerwerb sind Schweizer und Österreicher gleichgestellt. Und dann hat das Bundesgericht meines Erachtens absolut zu Recht gesagt, wenn der Schweizer Volk mit der Annahme eben von der Lex Friedrich Recht setzt, wo an einem alten Staatsvertrag weiterläuft, dann ist das Bundesgericht an den schweizerischen Entscheid vom Volk gebunden. Eine absolut perfekte Lösung von einem Konflikt, wo jetzt das Bundesgericht sagt, nein, aber jetzt gilt einfach das, was das sogenannte Völkerrecht vorschreibt, ohne genau zu sagen, welches Völkerrecht genau gemeint ist. Also jetzt sind wir schon zu mitten in der juristischen Detailfrage, ich möchte schon fast sagen, drin. Und das 2012, das geht ja immer wieder von Ihrer Seite her, dass das als Wendepunkt beschrieben wird, als Paradigmenwechsel. Für Ihnen würde ich gerne wissen, ist das wirklich so eindeutig, wie es der SVP von Seite von der SVP immer beschrieben wird? Das Mikrofon ab. Oh, das ist mein Regenheiz, ja. Entschuldigung. Das kommt aus unserer Sicht auch darum, dass man jetzt nicht 2012 einen Wendepunkt markiert, sondern aus meiner Sicht ist die Selbstbestimmungsinitiative eine taktische Initiative von der SVP, wo sie eigentlich auch, man sieht es auch, der Plakat, die vorne da präsentiert worden sind. Die Plakate führen eigentlich mehr unsere Stimmbürger leider in die Irre. Es geht gar nicht um eine juristische Abhandlung als solches in diesem Sinne, sondern es geht darum, dass man sich über das SVP gewisse Vorteile verschaffen. Und Vorteile verschaffen, dann wirklich gesagt, wir wollen das Landesrecht als Völkerrecht stellen, mit eben auch aus der Vergangenheit, wo wir Probleme haben mit einer Initiative, um die umzusetzen. Wir reden da an die Durchsetzungsinitiative. Inwiefern ist das Vorteil für die SVP? Wir reden an die Durchsetzungsinitiative, wir reden an die Masseneinwanderungsinitiative. Es geht einfach darum, dass man wirklich sagt, in unserem Rechtsstaat gibt es unsere Struktur, es gibt übergeordnetes Völkerrecht und das ist zu respektieren. Man kann nicht einfach mit einem Paragraph X die Verfassung reinfahren und dann schlussendlich sagen... Kann ich etwas sagen? Das ist nicht eine SVP-Initiative. Was ist keine SVP-Initiative? Was Sie sagen, Umsetzung, Ausschaffung, Zuwanderungsinitiative, das sind nicht SVP-Initiativen. Was sind das für Initiativen? Das ist umzusetzen, das Schweizer Verfassungsrecht. Das ist ganz neu. Von Volk und Stände an. Spannende Auslegung. Von Volk und Stände angenommen. Was wäre Initiative? Dann ist das im Logo noch hergestanden. Das ist selbstverständlich. Selbstverständlich haben wir Unterschriften gesammelt. Wir haben eine Mehrheit bekommen. Mit der Annahme durch Volk und Stände ist das umzusetzen, das Verfassungsrecht, verbindlich für Behörden, verbindlich für unser Gericht, verbindlich für unsere Regierung? Ich glaube, guten Abend miteinander. Was jetzt eigentlich zeigt, oder? Jetzt gehen wir bis 2012 zurück, sagt, wegen dem haben wir jetzt das gemacht. Aber eigentlich geht es darum, dass die Schweiz einfach keine Insel ist. Sie ist keine Insel, das heisst, Nordkorea hat keinen Vertrag mit anderen und dann hat es die USA, die interessiert es einfach nicht, dass Verträge sie mit anderen haben. Und wir haben Verträge abgeschlossen, völkerrechtliche Verträge. Claudia Zanetti, du hast es gesagt, das sind Verträge, die man mit einem oder mehreren anderen Ländern abschließt. Und das heisst, es sind verschiedene Verträge gegenüberzustellen und zu gewichten. Und die Verträge zu gewichten, das ist eine Aufgabe vom Gericht. Und eigentlich sagt die Initiative heute anders, was das Gericht entscheidet, wenn wir jetzt eigentlich auch noch sagen, wir schreiben jetzt dem Gericht vor, es hat genau noch etwas, was es dem Gusto entspricht, zu gerichten,
und zu beurteilen und so zu urteilen. Und alle anderen Verträge sind nicht wichtig. Und wenn man Verträge anschaut, Sie haben es angetönt, dann geht es um die Menschenrechtsverträge, die da vor allem angesprochen werden sind. Und das ist mit relativ wichtige Verträge, die wir abgeschlossen haben. Weil, also eine berühmte Geschichte ist als Asbestopfer, ohne den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof hätte er keine Entschädigung bekommen. Und darum ist die Initiative eine Initiative, die ein Inseldasein von der Schweiz einfordert. Und ich glaube, das sind wir einfach nicht. Und wenn wir das machen, werden wir zur Insel. Und das kann vor allem die Wirtschaft nicht brauchen, wenn wir Menschen nicht. Was sagt Sie zu dem Asbest? Zu dem Asbest-Beispiel? Ich war in der Kommission, wenn ich hätte. Also, ich darf schon zu der Insel noch. Also, es tut mir leid, weil er muss ja gut anstehen, er ist Kandidat, wählt ihn dann unbedingt für den Frühling hier im Kantonsrat. Nein, aber da bin ich jetzt in der Kommission, darum möchte ich Asbest. Das ist gerade ein gutes Beispiel. Jetzt soll ich mal einen erklären, warum das für die Wirtschaft sehr interessanter sei, wenn plötzlich während dem Spiel die Regeln geändert haben. Wir haben in der Schweiz im Obligationenrecht Verjährungsfristen. Und die sagen 10 Jahre. Verjährungsfristen ist etwas Gescheites. Wir wollen ja auch irgendwann mal rechts mit der Hand, dann sagt das Recht, nach 10 Jahren ist Schluss. Das ist eine Errungenschaft vom Recht. Die 10 Jahre. Jetzt in diesem Fall beim Asbest, gebe ich recht, dort hat sich die Industrie etwas einfach gemacht. Sie können sagen, ja, wir haben da eine gute Regelung, die kommt uns jetzt gelegen. Aber beim Asbest ist es natürlich so, dass die Folgen erst später auftauchen, der Krebs. Und für die Wirtschaft wäre es viel besser gewesen, wenn man gesagt hätte, ja, das ist jetzt einfach Pech. Dann nachher ist es zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und der hat gesagt, ja, einfach jetzt euch nur zu berufen auf die Frist, das ist ein bisschen billig, dann gebe ich denen sogar recht. Man hätte da eine gewisse Kulanz können zeigen. Aber auch jetzt ist es nicht so, dass die Schweiz einfach gesagt hat, wir tun die Verjährungsfrist auf 50 Jahre rauf. Das wäre nämlich nicht eine gute Lösung gewesen. Man hätte jetzt wirklich etwas müssen finden für die Asbest. Und wir haben das in der Kommission genau angeschaut. Hat mit dem EMRK eigentlich sehr wenig zu tun. Aber wenn man schon punkto Rechtssicherheit redet, dann wäre also die Schweizerin geregelt. Also für die Wirtschaft dann also wesentlich die einfachere. Nein, Moment. Also jetzt einfach da Widerspruch. Da geht es darum, dass das Beispiel eben etwas hervorragend aufzeigt. Es gibt Fälle, wo es einfach hervorragend ist, wenn es eine andere Stelle gibt, die das auch beurteilen kann und die außerhalb von so Landesgrenzen ist. Und das ist einfach ein perfektes Beispiel dafür, weil ohne den Hinweis, dass das so wohl nicht ganz geht, hätte die Kommission, die eben glaubt, ja, dass das Beste garantiert nie mehr behandelt. Das ist auch ein schönes Beispiel für Fälle, die aufzeigen, dass weder die Bundesverfassung noch der Europäische Menschenrechtskonvention oder irgendwelches Recht auf dieser Welt perfekt ist. Jetzt ist aber die Frage, wenn bei uns Schluss ist, respektive eben nicht Schluss ist, sondern wir gehen weiter zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Was ist, wenn jetzt bei einzelnen Fällen das Gericht auch falsch oder nicht korrekt oder wie man es dann immer nennen will, entscheidet für die einzelne Person. Wo geht sie denn hin? Und darum, das führt in eine die Diskussion führt ins Leere. Irgendwo ist einfach fertig, muss man es akzeptieren, auch wenn das Gericht falsch entscheidet. Bei der Initiative geht es nicht darum, wer jetzt Recht hat immer und wer immer die Wahrheit ins Richtige sagt, das müsste irgendwie philosophisch gehen und selber ein eigenes Podium dafür machen. Aber es geht darum, da geht es nicht um das Schicksal von einzelnen Leuten. Auch wenn das wirklich tragisch ist, ich will das überhaupt nicht kleinlich machen, aber da geht es nicht um das Schicksal von einzelnen Leuten, sondern da geht es um das Schicksal von einer Nation, von der Schweiz. Wir sind keine Insel, da haben Sie absolut recht. Aber wir sind ein souveräner Staat. Wir haben eine direkte Demokratie, die in Europa und weltweit einzigartig ist. Ja, sieht halt amigs ein bisschen aus wie eine Insel, weil nicht der Bundesrat, nicht das Parlament und auch nicht unsere Richter haben das letzte Wort, sondern der Souverän, das Volk.
sagt, was soll in die Verfassung rein und was soll das höchste Recht sein und nicht irgendein Gericht. Das könnt ihr nicht, weil das Gericht, Sie haben gesagt, Frau Quadranti, die Verträge müssen aus Gericht prüfen. Ja, das Gericht prüft es, aber sie hat sich auch irgendetwas zu halten. Und zwar unsere Bundesverfassung. Und um das geht es in dieser Initiative. Und eigentlich, wenn Sie sich überlegen, ist es doch ganz logisch, wenn das Gericht entschieden hat, nein, das internationale Recht geht vor unserer Bundesverfassung. Sie haben uns aber nicht gefragt. Ja gut, dann müssen wir halt im Nachhinein das Volk fragen, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Ich stelle mir einfach die Frage, wie von Seite von der Initianten oder auch von der SVP der Teil mit der Wirtschaft soll weiter funktionieren und die Initiative angenommen wird. Wir haben etwa 97'000 KMUs in der Schweiz, die durchaus auch mit dem Export zu tun haben, die auf den Export angewiesen sind, die im Export natürlich auch entsprechend Rechtssicherheit bekommen. Und wenn ich jetzt kann über jetzt die Initiative das Landesrecht als Völkerrecht schlussendlich stellen, sprich das internationale Recht ist zweitrangig, und ich bin auch tatsächlich im Export unterwegs, und nicht nur im Export, sondern einfach mit internationalen Rechtsgrundlagen, die ich darauf basiere. Das betrifft zum Beispiel das Freihandelsabkommen mit China, wo durchaus zur Debatte steht, wenn die SPI ankommt, dann habe ich das Gefühl, unsere Schweizer Wirtschaft, der geht es dann ziemlich schlecht. Also, warum hat denn China jetzt erst recht gesagt, wir machen mit der Schweiz eins, nicht mit der EU? Wir sind vorher mit denen. Und trotz unserem System. Sie wissen genau, dass es nicht stimmt. Ich meine, wir das haben... Nicht. Dass wir das irgendwie gefährden. Wir sind das reichste Land geworden, weg der direkten Demokratie. Ich meine, und schauen Sie mal, wie gescheit. Wahrscheinlich nicht der einzige Punkt. Aber ein ganz wichtiger. Schauen Sie mal, wie gescheit das Schweizer Volk immer entschieden hat. Gegen 6 Wochen Ferien, 1 zu 12 Initiativen abgeführt, die Fairfood-Initiative wieder gewünscht und. Können Sie aufzählen, Grundlohn und so weiter, alles abgeschafft oder bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter. All diese Sachen, höchst intelligent. Oder jetzt zum Beispiel nehmen wir Frau Quadranti. Sie fordern zum Beispiel wegen Waffenexport, dass das Parlament, also das Demokratische als die Regierung, sich abstimmen können und dass wir dann nachher die Beschlüsse sie sogar können vor das Volk bringen. Also mehr Demokratie, nicht weniger. Bin ich sogar sehr einverstanden mit der Frau Quadranti. Obwohl ich eigentlich die Lösung jetzt noch gut gefunden habe, materiell. Aber wie ist es denn, wenn jetzt wir zum Beispiel im Völkerrecht an einem NATO unterstehen würden, wo es einfach heisst, ihr müsst liefern, unterhalb von der NATO, zum Beispiel an einer Türkei, können wir es nicht mehr selber beschreiben, also was wir wollen und was nicht. Wir müssen doch auf unser Recht bestehen. Jedes Volk macht das. Deutschland übrigens, ich kann Ihnen das Urteil an, vor 2 Jahren hat das deutsche Bundesverfassungsgericht gesagt, genau das, was wir in der Initiative verlangen, hat gesagt, Staatsverträge stehen auf der Stufe des normalen Bundesgesetzes, weil, und das ist ja der wichtige Punkt, weil es muss möglich sein, dass spätere Generationen einen Entscheid oder eben einen Staatsvertrag, der früher gefällt wurde, wieder umstossen. Das ist das Normalste von der Welt. Nein, wir können doch uns entscheiden, nicht auf ewig bitten. Deutschland mit Verlaub, oder? Das ist ganz ein schwieriger Vergleich. Hat Deutschland ein Verfassungsgericht oder hat Deutschland kein Verfassungsgericht? Das spielt eine ganz entscheidende Rolle. Selbstverständlich. Dann gehen wir doch in die Tiefe. Aber die Frage ist, oder wir haben, es muss immer beurteilt werden. Wir brauchen Völkerrecht, wir brauchen, du hast es gesagt, wir brauchen die internationalen Abkommen. Auf das sind wir angewiesen, nicht nur die Wirtschaft, da sind wir im Grundsatz darauf angewiesen. Personenfreizügigkeit ist nicht nur das Wirtschaftsabkommen oder Wirtschaft. Wir haben x Verträge. Und wenn jetzt die Initiative die Verträge nicht gefährden würde, wieso? Oder welcher Vertrag wäre denn so wahnsinnig gefährlich, dass es die Initiative nicht brauchen? Welcher Vertrag, der jemals da irgendwo mir abgeschlossen hat, notabene, haben immer unterschrieben und haben zu dem Vertrag ja gesagt. Und wenn uns die Verträge nicht passen, ja, dann haben wir genau die gleiche Möglichkeit, im Vertrag, den wir international abgeschlossen haben, der uns nicht mehr passt, ist neu zu verhandeln. Das sagen wir immer schon. Genau, das würde ich jetzt sagen. Mit der Personenfreizügigkeit müssen machen. Genau, das ist, also eigentlich wollte ich die Frage anders Ihnen stellen. Welche Verträge sind überhaupt in ernsthafter Gefahr? Economy Suisse redet von wie viel? Über 600 Verträgen. Und im Parlament, Sie können es nachhören, hat man nachgefragt, okay, sagen uns konkret, welche Verträge? Und es sind keine genannt worden. Weil eben der Abstimmungstext
heisst im Fall eines Widerspruchs. Also all die Verträge, die allermeisten Verträge, vielleicht gibt es eine Ausnahme, respektive es gibt eine Ausnahme, das ist genau was Sie ansprechen mit der Umsetzung oder eben nicht Umsetzung von der Masseneinwanderungsinitiative, dort muss man nicht unbedingt künden, weil es heisst nötigenfalls künden. Es geht doch nicht. Sondern man muss miteinander reden, man muss es anpassen und sagen, Moment, unsere Bundesverfassung sagt das, wir müssen den Vertrag anpassen und sonst... Also ja, Sie gehen davon aus, dass die EU das wieder anpassen, dass wir das verhandeln können. Die EU muss uns auf Augenhöhe begegnen. Weil... Das machen Sie ja. Nein, machen Sie nicht. Machen Sie nicht. Unter dem Deckmantel von Menschenrecht, unter dem Deckmantel von internationalem Recht, werden uns immer mehr Auflagen, Gesetze, einfach Aufdruck. Jetzt Beispiel. Also, Personenfreizügigkeit, UNO-Migrationspakt. Haben wir miteinander schon lange abgestimmt, hat der Souverän entsprechend bei den Bilateralen Ja gesagt. Der UNO-Migrations... Der UNO-Migrationspakt läuft jetzt aber die Diskussion gerade, oder? Ja, und das zum Beispiel? Waffen? Genau. Also, Moment, also, jetzt der Migrationspakt. Jetzt wollen wir da oben ein Büchermüsli machen mit den Argumenten. Das wird schwierig. Genau. Der Migrationspakt ist ein Pakt. Ein Pakt ist... Einfach nochmal, weil es jetzt auch gerade also, das Thema ist, ein Pakt ist kein Vertrag. Ein Pakt, der Migrationspakt hat keine Rechtsverbindlichkeit. Der Migrationspakt macht etwas in meinen Augen wahnsinnig wichtig und gescheit. Migration ist allein nicht zu lösen durch kein Land, das sehen wir. Migration muss gemeinsam angegangen werden. Und jetzt gibt es einen Pakt, der die Schweiz ganz maßgeblich daran geschaffen hat. Und jetzt versucht man mit dem Pakt dann zu sagen, wie gehen wir um miteinander, um mit der Migration die auch in den Griff zu bekommen. Das ist nämlich der Inhalt von dem Pakt. Und dann kann man jetzt, der würde von dieser Initiative never betroffen, gar nie, weil es keine rechtliche Verbindlichkeit hat. Also einfach nicht vermischen. Das wäre noch meine Damen und Herren, wenn Sie heute Abend, wenn Sie eigentlich noch nicht genug von Politik haben, dann können Sie sich noch ein bisschen amüsieren, gehen Sie auf Google und dort mal eingeben, zum Beispiel Klimaabkommen, Verbindlichkeit. Dann werden Sie sehen, im Wikipedia-Eintrag steht Ihnen rechtlich nicht verbindlich. Frau Leuthard sagt, ist verbindlich. Amerikaner sagen, ist nicht verbindlich. Tatsache ist, dass jedes Land auch können selber Ziel sagen und sagen, ja, wir schauen, dass wir das erreichen. Es ist eine Frage, ob das verbindlich ist oder nicht. Bei dem Klima, bei dem UNO-Pakt, wo es jetzt darum geht, taucht wieder ein neuer Begriff auf. Sogenanntes Soft Law, also weiches Gesetz. Ja, haben Sie das schon mal gehört, so etwas? Die finden Sie nie, weiches Gesetz. Wir wissen, was harte Fakten sind. Wenn Sie im Steuergesetz sagen, das ist ja nur ein weiches Gesetz, dann wird der Steuerkommissar keine Freude haben. Das ist genau das Gefährliche. Darum dürfen wir nicht den Funktionären und den Richter in die Hand geben, aus dem Soft Law plötzlich Hard Law zu machen. Wenn das nur so Nettigkeiten wären, dann könnten wir es ja auch so einfach machen, weil wir das für richtig finden. Warum braucht es denn den Pakt, wenn er eigentlich völlig... Wenn das Beste an einem Vertrag ist, dass er nicht verbindlich ist, dann ist kein Vertrag noch viel besser. Dann ist es aus meiner Sicht gar kein Vertrag, oder? Weil schlussendlich ist ein Vertrag gegenseitig, weil wir uns zwei Parteien, die tun das durchaus miteinander diskutieren, verhandeln. Nein, nicht wortklar, weil so mache ich auch im Geschäftsleben Verträge. Ich mache sogar... Machen Sie auch Softlauf? Ich mache Verträge auch per Handschlag, notabene. Ja, einfach als gegenseitige Willensäußerung, weil wir uns einig sind, weil wir uns auch gegenseitige Gegebenheiten halten wollen, weil wir der Meinung sind, ich liefere das und er zahlt mir das. Und dann funktioniert das auch. Und ich weiss nicht, wenn man jetzt die Initiative einfach so langläufig sagt, ja, die Verträge die sind nicht kündigungsgefördert, sondern man lässt einfach alles weiterlaufen. Die Schweiz steht das Recht, steht natürlich schon total schlecht da mit diesen SPI, wenn man einfach sagt, ja, es ist jetzt nicht mehr so ganz jedes andere Land macht es so, wie wir das wollen. Jedes andere Land macht es so. Sie können ja kein Land sagen, das einfach generell sagt... Der Schweizer Rechtsstaat hat bis jetzt sehr gut funktioniert, mit den Strukturen, die wir heute haben. Ich gebe Ihnen recht, vertragstreu ist eine Ehrensache. Gehört zu uns zu den Eidgenossen. Und wir sind vertragstreu. Ja. Aber es kann die Situation eintreten, wo es ehrlos ist, an einem Vertrag festzuhalten, wenn es etwas anderes gestanden hat. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Dublin. Dublin haben wir darüber abgestimmt. Ja. Hat wir können noch zusagen, statt Peter Bloch hat sogar gesagt, wir können es wagen. Hat man gesagt, wenn jemand über ein sicheres Drittland in die Schweiz kommt und hat dort kein Asyl verlangt, aber erst in die Schweiz, schicken wir ihn zurück. Wir treten nicht einmal aufs Verfahren. Jetzt haben wir können sagen, ja gut, dann können wir jetzt akzeptieren und dann die Datenbank noch. Und das ist jetzt einmal ein Fall, wo wir als Binnenland einen Vorteil haben. Sonst haben wir meistens einen Nachteil, da haben wir so einen Vorteil. Jetzt sind wir bei Dublin 4.
Wissen Sie, was dort drin steht? Es steht drin, wenn einer auf Europa kommt, also ganz Europa, dann wird er von der Kommission zugeteilt auf die Länder. Und dann die Länder wollen sich freikaufen. Also so wie es der Glarner dort in Oberwil-Lieli gemacht hat, wo die ganze Schweiz aufgeschwommen hat, sagen sie auch, hätten sie jetzt europäisches Recht werden. Man muss sich das vorstellen. Das ist, meine Damen und Herren, das ist das Gegenteil. Das ist nicht eine Weiterentwicklung. Das ist das Gegenteil von dem, was wir darüber abgestimmt haben. Und jetzt einfach sagen, Völkerrecht geht unserem Recht vor, das ist Wahnsinn, wenn wir nicht wissen, das ist Katz im Sackkauf. Das dürfen wir nicht zulassen. Unser Land ist klein, aber auf diesen 41.000 Quadratkilometer, wo wir zuständig sind, bestimmen wir, haben wir das letzte Wort. Wie machen Sie das im Export? Wie machen Sie mit internationalen Beziehungen, mit Patentrecht? Wenn Sie einfach sagen, ich tue in der Schweiz bestimmen und mein Partner in China, der muss jetzt auch mit dem leben, was ich in der Schweiz Geben Sie mir doch eins Beispiel, von mir Probleme haben. Wir sind das internationalste Land der Welt. Gehen Sie auf den Hauptbahnhof, ja, genau. Schauen Sie nur an den Kiosk, wie viele Zeitungen Sie finden. Ich nicht einmal in New York, in Paris, Berlin werden Sie so viele internationale Publikationen finden. Wir sind total weltoffen. Wir haben immer den Handel. Seit dem Mittelalter sind wir immer vom Verkehr mit dem Fremden. Wir wissen, wie wichtig das ist. Es muss niemand Angst haben von der Schweiz, dass wir einen wollen versickern wollen. Wir stehen immer an und wir zahlen unsere Rechnung. Wir sind sogar so blöd, die EU 1,3 Milliarden anzuhören, ohne auch noch zu sagen, für was, dass wir vielleicht dann noch Gegenleistungen erwartet. So sind wir. Wir zahlen unsere Schulden. Unsere Betragstreue steht nicht zur Disposition. Aber es gibt Situationen. Personenfreizügigkeit hat man uns gesagt, dass das 6 bis 8'000 pro Jahr kommen. Aber in Spitzenjahr 8'000 kann netto. Da muss man doch auch mit der EU können reden und sagen, schaut, ja, dann müsst ihr doch verstehen, dass wir ein Problem haben. Und wenn die EU das nicht versteht, dann ist das ein Verhandlungspartner, wo wir lieber nichts mehr zu tun haben. Wir haben immer Verträge gehabt. Es hat keinen Handel gegeben ohne Vertrag und wenn es der Anschlag war. Und was die Initiative jetzt macht, die macht uns mal zu einem ganz unsicheren Partner. Weil eigentlich sagen, wie das der Initiativtext mit Verlaub, der Initiativtext zeigt, dass eigentlich jeder Vertrag, der nicht dem Referendum unterstanden ist, kann nachher in Frage gestellt werden. Was heisst jetzt das für den Vertrag? Ich sage, schauen Sie, wir machen das, aber wissen Sie was? Eventuell komme ich dann noch darauf zurück. Nein. Wir sind das nicht mehr. Das, was man gesagt hat von uns und was zentral wichtig ist für uns, gerade als kleines Land, einen sicheren, einen korrekten Vertragspartner zu sein, wo man vertrauen kann darauf, das sind wir nicht mehr. Es sind Doppelbesteuerungsabkommen, die so nicht mehr auf einer absoluten Sicherheit beruht. Es sind Freihandelsabkommen, die so wo steht da rein, dass wir können Verträge, die wir abgeschlossen haben, jetzt nachträglich am Referendum unterstellen? Alles, was im Referendum unterstellt worden ist, weil es dann keine Volksäußerung dazu gab, all die Verträge stehen grundsätzlich vor Debatten. Weil ja nicht das Volk gesagt hat, wir haben jetzt das letzte Wort, und das Volk ist dann entsprechend. Aber nur wenn wir einen anders lautenden Volksentscheid haben, wo die Verfassung Das kann ja durchaus auftreten, wenn das braucht eine qualifizierte Mehrheit von Volk und Ständen. Das ist nicht einfach eine Lösung. Es geht um die Zukunft, es kommt eine und die andere nächste die SVP-Initiative. Und wir können dann auch mal eine Gescheite machen, die man unterstützen kann. Wir haben das Gefühl, dass wir eine Initiative machen müssen, weil wir schlussendlich versucht haben... Darf ich noch mal schnell zu der Rechtsordnung, Stefan, wo du gesagt hast? Ja. Genau das Gegenteil ist der Fall, wenn wir Ja sagen zu unserer direkten Demokratie, wenn wir Ja sagen, dass unsere Bundesverfassung über dem internationalen Rechtsstaat ausgenommen zwingende Völkerrecht. Und das diskutieren wir nicht. Weil, dann ist ganz klar, wenn wir mit uns verhandeln, gehen wir einfach an und sagen, sehr gut, lass uns noch schnell einen Check machen, wie es bei uns ist, passt. Das macht jedes Unternehmen, das macht Familien, privat, das macht man überall. Auch jedes Land hat sein Recht, zu sagen, was wir in der Schweiz machen, das bestimmen wir abschliessend. Was wir miteinander machen, darüber reden wir aber auf Augenhöhe. Aber wir tun unser Recht beachten, ihr tut euer Recht beachten und irgendwann finden wir einander. Wenn wir einander nicht finden, dann müssen wir halt
auseinandergehen. Aber das bringt Stabilität. Das bringt Sicherheit. Was es eben nicht bringt, ist, wenn plötzlich jedes Mal ein Streit entsteht. Die Nichtumsetzung von der Masterungs-Einwanderungsinitiative. Was für eine Bürokratie, was für einen administrativen Aufwand, was für Debatten, was für Energie ist da verpufft, einfach nur, weil man sie dann nicht umgesetzt hat. Und das ist der Skandal. Wir möchten Sie das dem Stimmbürger verantworten und sagen, gehen Sie mal abstimmen. Das Parlament, der Bundesrat, der Richter schauen, ob das gut ist oder nicht. Das ist wie im Arbeitsplatz zum Chef gehen und sagen, du mach doch mal etwas, ich schaue, ob das stimmt oder nicht. Nein, der Chef entscheidet. Es geht ja auch um Interessenabwägung, oder? Und diesbezüglich geht es natürlich darum, das übergeordnete Recht, wo wir sagen, ich würde gerne das Satzfertig machen. Es geht ja schlussendlich darum, wenn wir schon etabliertes Recht haben, wir haben mit EU unsere Handelsbeziehungen, es hängen einige hunderttausend Arbeitsplätze, hängen auch an diesen, schlussendlich an diesen EU-Verträgen dran, wo ihr nichts anderes machen, als torpedieren, die längste Zeit. Dann geht es schlussendlich auch darum, wenn wir jetzt einen MEI umsetzen und eine Interessenabwägung, was ist jetzt wichtiger, den MEI umzusetzen, Personenfreizügigkeit auf die Schlachtbank zu führen oder eben Personenfreizügigkeit und unsere bilateralen Verträge erhalten und einigermaßen noch einen MEI umzusetzen, haben wir bürokratischen Aufwand. Zwei Fragen. Auf welchem Das ist die Interessenabwägung, die korrekt gemacht worden ist im Parlament, die gut gemacht worden ist. Man hat das umgesetzt für die Interessen der Schweiz. International zusammenzuarbeiten als verlässlicher Partner sind ganz klar höher zu gewichten als so eine Initiative, die einfach nichts anderes macht, als Brücken abbrechen an der Schweizer Grenze. Dann rühren Sie den Chef aus den Bunden. Wenn Sie, wenn der Chef mit einem Vertrag oder in einem Arbeitsplatz, wenn ich plötzlich meinen Arbeitsvertrag, dann kann man jederzeit ändern. Ich muss dann halt debattieren und weiss ich was, gibt es gewisse Grundsätze, die eingehalten werden. Ja, aber etwas, was man mal gemacht hat und jetzt hat der Chef anders entschieden am Arbeitsplatz, kann ich einfach sagen, ja, aber du hast mich vor 3 Jahren eingestellt, das bleibt jetzt so alles. Das Gleiche gilt auch beim Volk. Wir können nicht einfach gehen und sagen, ja, mir ist eben noch gut, oder? Das Parlament, der Bundesrat und das Gericht, wo wir wählen, die sagen, ah Volk, sorry, die Zeit hat sich geändert, das müssen wir jetzt, die internationalen Interessen, müssen wir jetzt über unsere Bundesverfassung stellen. Ja, warum fragen denn in diesen Aspekten die Regierung nicht uns? Machen wir doch eine Abstimmung und sagen, okay, wenn wir in diesem Fall die Bundesverfassung wieder anpassen, weil jetzt internationales Recht noch Umsetzung Masseneinwanderungsinitiative, zumal ich sage, es ist umgesetzt worden, einfach nicht so, wie wir das Gefühl haben, hey, wir müssen umsetzen. Und jetzt gerade bei dieser Umsetzung würde ich mich dann fragen, was die Initiative jetzt ändern würde. Weil bei der Umsetzung hat man nämlich 2 interne Konflikte gehabt. Man hat auch über Personenfreizügigkeit abgestimmt und ja gesagt. Und das ist nicht im gleichen Artikel gestanden. Also haben sie eigentlich einen Konflikt, und zwar einen ausgemachten internen Konflikt. Der hat jetzt mit dieser Initiative aber gerade gar nichts zu tun, aber wirklich nichts. Was Sie machen mit dieser Initiative, weil sie auch noch ein bisschen schwierig formuliert ist, wenn wir nicht ganz genau sagen, was passieren würde, ist, Sie müssen gar nicht mehr schwätzen miteinander. Was man mit dieser Initiative machen würde, würde sagen, wir nehmen etwas Neues an. Und wisst ihr was? Alle anderen Verträge, die da vertroffen sind, die sind jetzt echt für uns nicht bindend. Und das ist die Unsicherheit und das ist das, was die Wirtschaft einfach nicht brauchen kann. Im match entscheidenden Abkommen, das sind Landesluftverkehrsabkommen, Doppelbesteuerungsabkommen, es gibt ganz viele Verträge, das müssen Sie wissen. Ich tue jetzt einfach so, Unsicherheit ist das, was wir schreiben. Es hat niemand etwas gegen die Abkommen. Wir schreiben sie nicht, die hat das Potenzial, das zu schreiben. Nein, wir haben gar kein Interesse daran. Also wir sind sehr wirtschaftsfreundlich, kann ich euch sagen. Das ist eine ganz neue Tendenz. Nein, das ist überhaupt nichts Neues. Also ich bin also heute noch mal schauen, in meinem Rekord, ob ich da schon irgendetwas wirtschaftsunfreundlich gemacht habe. Aber jetzt haben wir jetzt so einfach, wie Sie sagen, auf unseren 41'000 Quadratkilometer können wir sagen, was wir wollen. Was gibt es? Das letzte Wort. Ich weiss, was Sie auswählen. Sie sagen, wir sind ja nicht Hooligans. Schweizer Volk. Also ich erinnere mich an Brexit. Britt hat es vorher auch gemeint, sie können dann nachher selber entscheiden. Machen sie ja? Ja, sicher. Nein, sie machen es jetzt. Sie haben eine ganz schwache Premierministerin, das ist jetzt alles. Aber selbst sie werden das auch machen. Sie könnten davor laufen und würden fast 40 Milliarden sparen. Und dann bist du plötzlich der schwarze Peter bei der EU. Sie haben vermutlich im Moment. Aber Moment, ich sage nicht, ich will nicht isolieren oder Mauern. Aber es muss einfach klar sein, im Zweifelsfall bestimmen wir.
Selbstverständlich, und das anerkenne ich, wenn wir eine Initiative machen, ein Verstoß gegen das Völkerrecht ist tatsächlich ein Argument. Ich bin sehr dieser Meinung, also zum Beispiel bei den Fairfood-Initiativen und bei der anderen, da wird die gar nicht gegessen. Die Ernährungssouveränität, habe ich auch gesagt, wir müssen sie ablehnen, unter anderem, weil sie völkerrechtlichen Verträgen widerspricht. Aber, wenn das Schweizer Volk das angenommen hätte, und stimmt, dann hätte das gut. Punkt! Wir müssen gar nicht diskutieren. Und ihr tun jetzt so, als sei jetzt die Sauerei, die wir haben, die Personenfreizügigkeit, quasi der Preis, den wir müssen zahlen für den Zugang. Das ist auch keine Sauerei, sondern es geht genau darum, dass es wir wirklich... Es belastet uns. Es ist zu viel, wir können nicht so viel. Ich bin sehr der Meinung, ich bin wirklich ein freiheitlicher Mensch. Wir können sagen, jeder kann kommen, aber bitte kein Zugang zu den Sozialwerken. Das wäre eigentlich auch... Wir haben das Problem dort. Das kann man nicht wegdiskutieren, dass wir mit Personen sprechen, ein grosses Problem haben. Es ist x-faches Problem. Problem ist, dass wir einfach immer mal, wenn wir gar nicht so attraktiv sind, weil in der EU auch attraktive Arbeitsbedingungen mittlerweile gibt. Wenn man Zuwanderung schon lange im Gast ist, Zuwanderung ist schon lange im Gast. Haben Sie die Woche gelesen, das Wachstum in Euroland? Schon so in einem Bescheiden. Ja, das hat langsam viel abgeflacht. Aber ja. Aktuell sind wir nur bei 80.000, die Zahl, die man immer bemüht. Ich habe gesagt, in der Spitze war es das. Wir müssen einfach können sagen, die wir brauchen, zählen wir können. Das ist auch das drin. Die Initiative, die jetzt wirklich ein grosses Problem ist, die sagt, wir Schweizer bestimmen. Und ein Land, das nicht mehr bestimmt darüber, wer das dann kommt und muss gehen, ist kein Land mehr. Es gibt wie, viele auf, welche Land sein. Wie soll ich mit einem Softwarepartner, wenn ich zu viel zusammenarbeite, international einen Vertrag machen, unterschreiben und morgen sage ich dann vielleicht, ja, ich habe es jetzt anders gemeint, ich mache es jetzt ein bisschen anders, wenn wir unterschrieben haben, weißt du, ich bin ein Chef. Dann sind Sie ein Schluffi, wenn Sie das machen. Die Schweiz ist doch kein Schluffi. Nein, das habe ich ja gesagt, wir sind keine Hooligans. Wir tun auf Fakten, weil etwas total anderes passiert ist, als wir abgemacht haben. Wir sind nie begeistert für Personenfreizügigkeit. Aber wir haben gesagt, man kann das akzeptieren, wenn das stimmt, was der Bundesrat gesagt hat. Und das stimmt offensichtlich nicht. Jetzt verstehe ich es einfach nicht mehr. Jetzt das Thema heute ist SVI. Jetzt reden wir von der Personenfreizügigkeit. Wenn die SVP Personenfreizügigkeit will, bodigen, ja Gottfried Stutz, nennen das Kind beim Namen. Ja, dann ist das nicht verklausuliert. Ja, aber dann reden wir doch da bei der SVI, wo es um etwas anderes geht. Jetzt reden wir von der Personenfreizügigkeit offensichtlich. Ein Absatz. Also, Vorlesen zum Klären. Was ist gefährlich daran, dass es die braucht? Das haben wir auch immer noch nicht gehört. Eigentlich. Also was ist gefährlich? Das habe ich ganz am Anfang gesagt. Welches Problem wollen wir wirklich lösen? Wir wollen das Problem lösen, dass nicht mehr darüber debattiert wird, welches Recht in der Schweiz das oberste ist. Erstens. Zweitens. Wer in diesem Land das letzte Wort hat. Über das wollen wir... Das ist bis 2012, sogar 2010, für den Bundesrat auch noch klipp und klar gewesen. Und jetzt plötzlich nicht mehr. Also, dann müssen wir es halt in die Bundesverfassung verankern, dass unser Recht das oberste ist. Wir müssen noch schnell wegen dieser Anpassung. Sie haben gesagt, jetzt müssen wir gar nicht mehr miteinander reden, jetzt können wir einfach Verträge künden. Nein, wir können es einfach. Auch nicht? Nein, wir können es nicht. Da innen steht ganz klar, im Fall eines Widerspruchs sorgen Sie für eine Anpassung. Das hat weder mit Brechen noch mit nicht miteinander reden zu tun, sondern genau beim Anpassen kann ich auch reden. Der völkerrechtlichen Verpflichtungen an die Vorgaben der Bundesverfassung und nötigenfalls durch Kündigung. Aber jetzt einfach, wo alle Verträge sind in Gefahr, wenn die Verträge können, weiss ich was. Das ist Angst machen, das ist eine Hysterie. Jetzt nehme ich nur schnell, jetzt nehmen wir mal, die Schweiz bestimmt irgendetwas, was Luftverkehrsabkommen angeht. Zum Beispiel die SVP macht eine Initiative, die Österreicher dürfen nicht bei uns landen. Nein, es geht nicht. Aber nehmen wir Serben. Die Serben dürfen nicht bei uns landen. So, und jetzt heisst das, wir würden mit 183 Ländern, die das Luftverkehrsabkommen unterschrieben haben, nachverhandeln. Und in dieser Zeit, wo wir nachverhandeln, mit 183 Ländern werden nachverhandeln, dass ich weiss nicht, Zeitdauer 5 Jahre, 10 Jahre, irgendwo so. Und in diesen Jahren haben sie keine Rechtssicherheit, dann haben sie Rechtsunsicherheit. Ja. Und das ist das, was passieren wird. Und Rechtsunsicherheit, das ist Gift
das ist nicht Gift für mich, mich interessiert die echt nicht. Aber wahrscheinlich ist es Gift für die Wirtschaft. Nicht nur wahrscheinlich, es ist Gift für die Wirtschaft. Und das ist zu verhindern. Ja. Also meine Damen und Herren, Sie merken es. Also wenn man jetzt mit solchen absurden Beispielen auskommt, dann nachher ist ja logisch. Warum sollte jemand so einen Fluss machen? Wenn man das würde machen, das wäre ja geradezu selbstmörderisch. Und das wird auch nie passieren. Da habe ich gar keine Angst. Aber wenn wir sagen, man muss ein bisschen bremsen, oder wir können einfach nicht unbegrenzt reinlassen und wir bestimmen, wie wir es gemacht haben, im Moment, der Mechanismus ist falsch. Aber euch geht es natürlich noch viel, viel weiter. Ich meine, Demokratie, die Wirtschaft war noch nie ein Freund von der Demokratie direkt. Auch der Escher, den ich sehr verehre, ist am Schluss von den Demokraten gestürzt worden, weil er hat immer gefunden, dass der Pöbel und so weiter. Die Wirtschaft hat nie Freude gehabt. Ich meine, ein David Döbüchi mit seinem Weissbuch, ein Lukas Müllermann und so weiter, immer gegen Demokratie gekämpft. Das ist ja nichts Neues. Aber es geht natürlich noch weiter. Wenn die Richterin, unsere Richterin am Europäischen Menschenrechtsgericht Hofer Keller, die haben gesagt, also diese Initiative, die hätten wir gar nicht zur Abstimmung bringen. Merken Sie es? Die wollen. Die Initiative die interessiert die nicht so schaurig, da tun sie jetzt verunsichern. Die wollen, dass wir dann am Schluss müssen weiter gehen, dass wir nicht abstimmen können. Über die Hornkuchen können wir dann abstimmen. Über die Sommerzeit haben wir ja schon mal, dann haben wir Nein gesagt, haben wir es trotzdem eingeführt. Jetzt sagen die anderen wieder, wir schaffen sie wieder ab, wir müssen sie auch wieder abschaffen, so wir uns langsam daran gewöhnt haben. So geht's. Am Schluss, meine Damen und Herren, bestimmen die Funktionäre, über was wir dann abstimmen und Beamte, weil es angeblich irgendwann mit völkerrechtlichen Konflikt gibt. Und dann können wir uns direkt in Demokratie vergessen. Kommt noch dazu, dass nachher mit E-Voting dann auch noch gerade das Abstimmungsresultat selber rauskommt. Also Sie befürchten, dass die Schweiz am Schluss auch immer irgendwas das Argumentarium angeschaut, dass ein ganz Haufen weitere Beispiele, dass Inlandbankgeheimnisse dann wieder abgeschafft werden, Waffenbesitz verboten, Staatsgeheimnisse. Ist das wirklich eine reale Gefahr? Wie sehen Sie das? Dass da die EU-supranationale Organisation in der Nähe drin redet, was man nicht darf. Ich glaube, die EU ist im Moment nicht in der Position, eine supranationale Organisation zu schaffen. Und auch nicht mittelfristig. Auch nicht, dass der Nationalstaat eine Geschichte ist. Überhaupt nicht. Es braucht immer der Nationalstaat, der funktioniert grundsätzlich, aber international vernetzt ist. Die internationale Vernetzung machen wir mit Verträgen. Die Verträge werden von beiden Parteien abgeschlossen. Die beiden Parteien müssen sich aufeinander verlassen, dass die Parteien werden. Man möchte immer so quasi die Aufkreuze hinwollen und sagen, hey, weißt du, vielleicht will ich mir morgen etwas anderes überlegen. Wir haben es hier schon unterschrieben, aber übermorgen kommen wir mit ganz neuen Ideen. Dann unterschreiben wir im Partner. Das ist ja logisch. Dann wären wir glücklich. Und das ist ja richtig, dass niemand mit uns verträgt. Das Potenzial tun wir genau. Das machen wir doch nicht. Das kann ich sagen, Vertragstreue ist eine Frage der Ehre und wir sind vertragstreu. Aber die Beispiele, die Sie gesagt haben, das ist richtig. BDP-Bundesrätin, Fippen Schlumpf, hat genau das mit Ausländern, mit Inländerbankgeheimnis wollen abschaffen. Sie hat gesagt, wir brauchen die gleich langen Spiesse wie das Ausland. Ja, Moment, wer hat denn die Spiesse? Hat die Bürger oder hat die Verwaltung? Aber Verwaltung hat es. Und warum sollten wir in der Schweiz den Bürger nicht besser schützen als in der EU? Was ist denn dagegen? Claudia Zanetti, kommen wir wieder auf die SP zu. Also jetzt, und Rat, wenn wir Das Bankgeheimnis, das immer irgendwo ziemlich vertrüllt worden ist, abgesehen davon ist sie relativ visionär gewesen, aber eben im Wittmer-Schlumpf ist heute kein Thema. Ja, aber wenn zum Beispiel da könnte man noch gut diskutieren, weil sie eigentlich einen guten Job gemacht hat, es gibt andere. Wenn man die EU-Waffenrichtlinie nimmt, dann haben wir dort einen Vertrag abgeschlossen. Und in dem Vertrag heisst es, dass eine Weiterentwicklung gut geheissen wird und dass wir über die können diskutieren können. Genau das haben wir gemacht. Und die EU-Waffenrichtlinie haben wir extrem gut nachverhandelt, so dass es kaum Auswirkungen hat. Und wenn immer noch behauptet wird, das sei jetzt wahnsinnig tragisch, was da passiert, dann muss man einfach lesen, was jetzt schlussendlich rauskommt. Aber es ist ein Vertrag, den wir abgeschlossen haben, weiterverhandelt haben, weil das in den Vertrag in den Sinn steht. Was kann man dann von jetzt schon machen? Doch, die Initiative braucht sie. Ich möchte noch schnell die Frage eingehen, was passiert, wenn wir sie nicht annehmen, wenn wir sie ablehnen. Seit haben wir gehört, das internationale Recht geht weiterhin unserem Recht vor. Aber, und was eben auch du, Claudio, angesprochen hast, das mit diesen Spiessen. Der Bundesrat, das Parlament und Gericht werden je mehr ihre Ausrede haben, Volksentscheid nicht umzusetzen
aufgrund von irgendwelchen Verträgen. Es geht nicht um eine Ausrede, es geht um eine ganz normale Rechtsfrage. Es ist um die Einhaltung von schlussendlichen Leuten. Die Einhaltung hat es ja bis jetzt schon immer gegeben, oder? Und grundsätzlich geht es darum, dass man auf einer nationalen Ebene etwas machen kann. Schubert-Praxis war falsch. Hätte man dem Herrn Schubert das Land verkaufen, obwohl das Schweizer Volk gesagt hat, nein? Wenn der Herr Schubert schlussendlich zu diesem Land kommt und er kann den Vertrag abschliessen, muss ich grundsätzlich sagen, das Bundesgericht Schweizerisch hat gesagt, nein, weil wir die Lex Friedrich haben. Wo übrigens die Sozialdemokraten noch verschärfen wollen, ich würde sie abschaffen. Die Tendenz geht in die andere Richtung. Das Schweizer Volk hat gesagt, kein gegen den Ausverkauf der Heimat. Das Bundesgericht hat das geschützt und sie sagen, also das ist falsch. Einfach damit alle im Saal wissen, was wir reden. Was jetzt immer mit dem Licht kommt. Ist die Schubert-Praxis richtig oder falsch? Hat eine Tessiner Behörde, die gesagt hat, nein, wir dürfen Ihnen keinen Landverkauf richtig handeln, oder das Bundesgericht, das den Entscheid geschützt hat, haben sie recht gehabt. Ich bin der Meinung, man muss ihm das Land verkaufen, wenn er einen vertragsfähigen Partner ist, wenn das super abläuft, schlussendlich, und Tessiner Behörde überzeugt sind, er darf das Land kaufen, und er kann kaufen. Aber das Bundesgesetz hat gesagt, nein. Und das Bundesgericht hat gesagt, ja, wo das Bundesgesetz steht. Es gibt übergeordnete Interessen, die muss man also nicht. Also dann ist die Schubert-Praxis falsch. Ja. Dann müssen wir also Lex Kohler, Lex Friedrich und Ideal Heiser abschließen. Das ist nicht. Wir sagen alles im gleichen Topf, wie wir auf jeden Fall drüber reden. Das kommt nicht gut. Ist das? Ich würde jetzt letzte Zeit eine Diskussion öffnen und Ihnen im Publikum die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen an beide Seiten. Sagen Sie doch jeweils noch kurz, an wen sich die Frage genau richtet. Entschuldigung, jetzt bin ich auch nicht abgelenkt, Entschuldigung, also wir kommen in die Fragerunde jetzt. Jetzt geht es also an die Seite. Elisabeth Rugsen. Ich habe eine Frage an Herrn Lenz von der FDP. Es heisst doch, ich habe es immer wieder gehört, Wirtschaftsinteressen. Es hängt ja sehr, sehr viel zusammen mit der Öffnung von der Schweiz, mit den Wirtschaftsverträgen. Und wenn wir jetzt ein bisschen das Ganze anschauen, also ein bisschen einen Schritt zurück gemacht von der Wirtschaft und jetzt schauen, was sind die Auswirkungen, dann muss man doch sagen, dass eigentlich in der Wirtschaft die obersten Bosse immer mehr haben. Das ist klar, das sieht man so. Aber ein normaler Bürger immer weniger im Portemonnaie. Was sind die Gründe? Wo sieht man die? Also ich meine, die Grenzöffnung, das ist ein Thema, das jetzt eigentlich heute Abend nicht wirklich vom Tisch liegt. Es ist aber so viel angesprochen worden, dass die Selbstbestimmungsinitiative ein Risiko ist für die Wirtschaft. Das ist ein gewaltiges Risiko. Ich frage mich einfach, für wen von der Wirtschaft ist das Risiko? Für wen? Im internationalen Recht. Meistens sind ja dann die so international vernetzt. Eine internationale Firma kann ihren Hauptsitz mit einem Klick nebeneinander hersetzen, ohne dass irgendein Arbeitsplatz verloren geht oder weiss ich was. Also die Möglichkeiten heute sind enorm. Wo genau ist das Risiko und für wen? Also ich kann einfach, wenn ich die Bürger anschaue, Krankenkassen explodieren, unsere Sozialkosten explodieren, wir können bald nicht mehr stemmen. Wie soll das funktionieren und was genau ist an dieser Initiative so schlecht, dass das ein Risiko mit sich birgt? Das Risiko ist verlässlich, wenn man immer gegeben ist. Wir als Land und als Vertragspartner als Schweiz. Wir haben die Rechtssicherheit nicht mehr, die wir heute haben. Die Rechtssicherheit, das internationales Recht von Verträgen, die in Kraft sind, sagen das Freihandelsabkommen, sagen das Luftverkehrsabkommen, sagen das Doppelspielungsabkommen, sagen das WTO-Verträge. All diese Verträge, auf denen basieren wir heute, mit denen funktionieren wir heute. Und wenn die Selbstbestimmungsinitiative ankommt, dann haben wir einfach die internationale Beziehung und Möglichkeit, um zu sagen, Moment, ich mache jetzt das Gesetz auf nationaler Stufe. Das tut dann der WTO-Vertrag im 70er und vor stabilieren, nimmt dort eine gewisse Freihandel zum Beispiel raus, tut irgendwelche Zölle höher, wie das auch Kamerad Trump macht. Und genau diese Geschichte, die wollen wir nicht. Wir wollen weiterhin die Rechtssicherheit haben, dass unsere Schweizer Unternehmen, unsere KMUs, aber auch die grossen Firmen in der Schweiz sich sicher fühlen, stabil fühlen und dass man wirklich sagt, international abgemacht ist international abgemacht. Und nicht quasi, wir schieben noch schnell etwas in den Ring. Ich
glaube, das Bedenken von der, wo in der Frage drin ist, ist ja, dass am Schluss die Firma profitiert von dieser freien Wirtschaft und bei den Leuten dann fast nicht da. Das kann ich jetzt an der SP überhaupt nicht abkühlen, dass sie plötzlich irgendwo eine Umverteilungsmaschinerie ankommen. Das weißt du sicher. Ja, nein, also das Problem, oder all die Probleme, die wir intern haben, steigende Gesundheitskosten, die werden aber, das hat mit dieser Initiative gar nichts zu tun. Die Gesundheitskosten kann man lösen, indem wir zum Beispiel sagen, es gibt weniger Spitäler und wir gehen weniger zum Arzt und wir wollen nicht die super Leistungen, die wir haben. Aber das hat mit dieser Initiative einfach gar nichts zu tun. Wenn sie zunehmende Altersarmut haben, das hat mit dieser Initiative gar nichts zu tun. Die löst das, was wir intern lösen müssen, Sicherung von der Sozialwerk, das löst die Initiative alles nicht. Also es sind ganz viele Fragen, die sie hier haben und die sie stellen, das löst nicht. Die Initiative macht keinen Lohn kleiner von irgendeinem CEO. Macht sie nicht. Wenn ich bei diesem Punkt, alle miteinander, durch Obst, bei diesem Punkt Rechtssicherheit gerade einhaken kann, es wird ja von der Gegenseite immer gesagt, dass mit der Selbstbestimmungsinitiative, dass man dann eine gewisse Rechtsunsicherheit hat. Wir als Grüne haben eher jetzt im Moment eine Rechtsunsicherheit. Weil in der Schweiz haben wir gewisse Attraktivität, die wir bieten können für internationale Unternehmen. Die wissen, dass die aktuellen Gesetze und die aktuellen Regelungen, die wir jetzt haben, die anderen. Aber wenn jetzt plötzlich internationales Recht kommt und wir das wahrnehmen, das heisst ja eigentlich auch, dass sie sich nicht sicher sein können, dass das aktuelle Recht in der Schweiz, wo die Schweiz souverän bestimmen tut, dass es auch gelten tut. Das ist genau die Frage jetzt, wenn man recht ist, ein Statement zum Thema Rechtssicherheit, Rechtsunsicherheit, oder? Ja, eben, ich sehe einfach nicht, wieso sollte man Rechtsunsicherheit haben. Mit der Anlage der Selbstbestimmungsinitiative haben wir nicht eher jetzt Rechtsunsicherheit? Nein, jetzt sind die Spielregeln ganz klar, dass das internationale Recht entsprechend dem nationalen Recht vorgeht. Und mit der SDI hat man jederzeit die Möglichkeit, nachher über eine nationale Ebene, auch internationales Recht bereits in Kraft ist, wie das da bei dir, zu unterwandern. Das ist dann die Rechtsunsicherheit, das wir heute quasi auch internationale Verträge in Kraft sind, wenn wir verbinden, Verfassungsbestimmungsrecht über die Initiativen wieder aushebeln. Und der Vertragspartner, der international mit mir unterwegs ist, der weiss nicht, wenn mal eine Initiative kommt, wo die Verfassung etwas hineinschreibt, wo wir einen übergeordneten internationalen Vertrag verbessern. Das ist die Unsicherheit. Ja, zunächst möchte ich noch etwas sagen. Ja, meine Damen und Herren, ich habe nicht vergessen, die Initiative die bringt überhaupt nichts Neues. Sie wollte die Fehlentwicklung korrigieren. Wir haben, wie gesagt, bis ins Jahr 2012 ein perfektes System gehabt, das die Konflikte geregelt hat. Und dann haben so EU-viele Richter, die zwei Daten gesehen und natürlich sagen die Demokratie. Ich meine, der Bundesrat 1 hat ja mal in einem Nachflug von der erfrischenden Ehrlichkeit gesagt, der EU-Beitritt ist ein in Arbeit befindliches Projekt. Es geht jetzt nur noch darum, Beitrittshürden abzubauen. Eine davon ist zum Beispiel Mehrwertsteuer auf über 15%, mindestens 15% müssen erhöhen und so weiter. Und die wichtigste natürlich für die, die in der EU wollen, ist die direkte Demokratie. Und die tut ihnen weh. Und die Frage, die vorgestellt wurde, ist wegen dem Manager. Und wenn man die Wirtschaft redet, wir haben das Problem nicht die Wirtschaft, Manager. Die ausländischen Manager von den grossen börsenkotierten Unternehmen, die die Schweiz gar nicht mehr verstehen, die haben nie so einen Saal vergessen. Die lassen sich von ihren PR-Beratern sagen, ob sie dafür oder dagegen sind. Die kennen unser Milizsystem nicht und so weiter. Die Schweiz ist ja, hat sich über die Jahrzehnte, Jahrhunderte ein massgeschneidertes Kleid gegeben. Weil wir eben denkbar schlechte Voraussetzungen haben. Haben wir immer wieder müssen streiten und machen. Schauen zum Beispiel unser Berufsbildungssystem an. Wo die Arbeitgeber, die Schulen, das Kanton, alle tun da dran rumknettern an dem Teig, damit wir so ein gutes System haben. Niemand kann alleine sagen. Die Schweiz ist immer darauf ausgerichtet, nicht Macht zuzuweisen, sondern Macht zu erschlagen. Das Volk soll entscheiden. Und darum geht es uns so gut. Dass gewisse Leute damit Mühe haben, das zeigt genau, dass es die richtigen Leute, die Mühe haben. Darum müssen wir erst recht darauf festhalten. Und der Unterschied zwischen unseren Stimmbürgern
5 Millionen in der Schweiz und diesen paar Auserwählten, Beamte und so weiter in der EU und die internationalen Rechte festlegen, auslegen und so weiter. Stellen Sie sich die Frage, wer ist eher manipulierbar oder kaufbar? Ist es der Stimmbürger, die 5 Millionen, oder ist es irgendeine Elite, die politische Karriere in Aussicht hat? Wo steckt die grössere Gefahr von Korruption, Ideologiezwang oder Zentralisierung? Das ist auch die direkte Demokratie, ist der Bremsklotz gegen eine Zentralisierung. Das haben wir hier in der Schweiz auch mit den Kantonen und dem Bund. Das ist gut so, weil dann mit Macht kann im Volk bleiben. Aber nicht wir, nicht der Stimmbürger tut seine Finger hineinkreuzen, sondern immer mehr. Das Gericht, der Bundesrat und das Parlament sagen, ja, ihr habt abgestimmt. Ja, jetzt tun wir es nicht umsetzen. Um Grundsatzfragen geht es da. Klar sind die Details nicht immer so einfach zack zu beantworten, aber wenn sie stimmen, überlegen sie sich diese Grundsatzfragen. Weil genau das wie die Initiative, wie du gesagt hast, sie will nicht nur schaffen, sondern etwas wieder zurück, was vorher war und es ist gut gewesen. Und das soll so bleiben. Eigentlich weiss ich nicht mehr, was sagen. Wenn das... Sag's trotzdem. Nein, es hat, oder wenn das derart unreflektiert daherkommt, das ist eine Behauptung an der anderen. Ich habe Gott für den Schutz genommen. Wir haben ein unglaublich gut funktionierendes Land. Wir haben gesamthaft einen unglaublichen Wohlstand. Und das ist nicht gefährdet. Tönt doch die Leute nicht dauernd einreden, die in der Schweiz gehen jetzt einander. Die Schweiz geht dann unter, wenn man dauernd eine Verunsicherung schafft, wenn man mit einer Initiative nach der anderen eine Verunsicherung schafft, dann verunsichert sie alles, was zu unserem Wohlstand beigetragen hat. Und jetzt wollen sie die Wirtschaft verfluchen, wie sie wollen. Aber die Wirtschaft ist ein Motor von dem Wohlstand, von dem Land. Und hören Sie bitte auf, über so pauschalisierende Geschichten jetzt der Stimmbürger nicht mehr angehört und hat jetzt recht, unsere direkte Demokratie bleibt erhalten, die ist nicht gefördert. Ich sehe das Problem einfach nicht. Sie ist überflüssig, sie gibt mehr Probleme, dass sie eins wird lösen. Aber man kann einfach Parteipolitik machen. Ja, das ist klar. Zum Thema Manipulation würde ich noch etwas sagen. Ich habe vorhin gesagt, der Stimmbürger, den können wir nicht manipulieren. Habe ich nicht gesagt. Einfacher manipulieren. Aber ich muss ja gerade sagen, mit der SPI könnt ihr nicht wunderbar manipulieren. Wir nicht. Wir stehen jetzt mit der Partei oben her und sagen, was Sache ist, oder? Trojanische Pferd sind nicht mehr zu verkräftig bei Seite unterwegs. Aber ich sage mal einfach so, alle wunderbaren Plakate, wo nicht mehr das Logo drauf ist, wo kein Absender drauf ist, keine Verantwortung übernommen wird. Finde ich schon sehr, ist natürlich, ist konform mit Politmarketing. Aber ich hätte schon müssen sagen, besser, das ist einfach hergestellt und sagen, das ist unser Thema, das ist unsere Kampagne, das wollen wir. Und es geht nicht einfach um schöne Farben, um schöne Menschen, wo wir oben warten, irgendetwas für uns bewegen, was schlussendlich ihr 10 Sekunden Aufmerksamkeit. Ich bin in der SVP und ich bin für die Initiative. Sind Sie zufrieden? Das ist da auf dem Tisch wunderbar, aber es sind ganz viele Plakate. Sagen Sie es auch nach aus, Info. Nein, das ist auch klar. Aber wenn man als Stimme über das Land fährt und bei 10 bis 15 Sekunden Aufmerksamkeit sich orientiert schlussendlich, über was muss ich abstimmen? Ja, ich bin in der Rettplakate auch mal kurz darum gesagt, dass man jetzt ist auch wieder drauf. Sie sind natürlich auch eine emotionale Geschichte, oder? Ich bin emotional. Was ich auf der Hand jetzt gesagt habe, wir tun einen wunderbaren Staat, der funktioniert permanent über Initiativen von notabene Regierungsparteien, versuchen zu demontieren. Und das finde ich einfach nicht schön. Entschuldigung, Damen und Herren auf der Bühne, man hat nur eins mitbefunden bekommen und eigentlich ist jetzt ja... Ich mache wirklich ganz kurz. Initiative, meines Erachtens gibt es eine einzige Initiative, die wir Probleme mit der EU, mit dem Völkerrecht. Das ist die Alteninitiative. Hätten wir jetzt einfach müssen verunwürdigen lernen, oder ist es nicht richtig, dass man sie trotzdem angenommen hat und umgesetzt hat? Aber die Alteninitiative zeigt eigentlich hervorragend, das hat Verträge gegeben, das ist auch das Landesverwaltungsabkommen. Dann hat es die Alpeninitiative gegeben, die ist angenommen worden und dann hat man schlicht und ergreifend einfach verhandelt und zwar unbürokratisch und es ist gegangen und was ist passiert? Man hat angepasste Verträge, also das ist eigentlich das typischste Beispiel, dass es genau die Initiative nicht. Warum hat man das bei der Personenfreizügigkeit nicht können machen? Ja, aber ihr müsst doch nicht das... Ja, das ist genau das, das ist auch ja meine Fehler. Ich tue lieber die Demokratie abwürgen, als verhandeln.
Entschuldigung, doch. Dankeschön. Machen wir da schnell jetzt das Publikum. Es gibt aber noch ganz viele Fragen. Bruder David, ich habe eigentlich weniger eine Frage, sondern auch möchte feststellen, dass es schlussendlich darum geht, können wir unserem Volk vertrauen, dass es richtig stimmt? Können wir unserer direkten Demokratie zutrauen, dass wir ausbalanciert darüber nachdenken? Es kommt natürlich darauf an, wie viele Leute könnten schlussendlich stimmen. Aber es ist uns allen ein Anliegen, dass wir als Volk am Schluss, wenn wir Gelegenheit haben zum Abstimmen, Möglichkeit haben, eine Mehrheit zu bekommen für unser Anliegen. Wir alle können eine Volksinitiative starten. Das ist jetzt nicht eine SVP-Initiative. Das ist eine Initiative vom Volk, die vom Volk gebracht worden ist. Über 100'000 Unterschriften sind gesammelt worden. Das könnt ihr mit irgendeinem Anliegen auch machen. Können wir alle machen. Das ist keine SVP-Initiative. Das ist eine Initiative, die von der SVP unterstützt wird. Okay. Aber sie wird jetzt vor das Volk gebracht. Und das Volk soll entscheiden. Und in Zukunft ebenfalls. Wenn das Volk eine Mehrheit einen Entscheid trifft. Oder? Mit anderen Worten, ja, man sollte das respektieren. Jetzt, die Angstmacherei von der Gegenseite ist, was ist, wenn jetzt das Volk sagt, jetzt zum Beispiel, wir wollen, eben das Beispiel mit Serbien. Serbien dürfen nicht mehr landen bei uns. Ja, wer würde erstmal so eine Initiative lancieren? Oder? Und zweitens, wäre sie mehrheitsfähig? Wir müssen uns überlegen, vertrauen am Volk, oder? Und genau das geht es doch in der Initiative um die Grundsatzfrage, wenn das Volk bestimmt, wenn die Mehrheit bestimmt, ja, dann schauen wir, dass das umgesetzt wird. Ja. Alex Kreuzer, genau. Eine Frage an Frau Kalant, die gemeint hat, dass die Initiative die Angst schüren und dass sie genug wird, aber ich sage, das ist genau umgekehrt. Es wird immer gesagt, dass nachher mit der Annahme von der EMRK, von der SPI, dass nachher die EMRK werden gründen werden und dass wir nachher in den Zustand von Saudi-Arabien zurückfallen, oder? Jetzt Frage an euch. Heißt die EU und die EMRK eigentlich nicht unterzeichnet? Hat die EU? Die EU. Die EMRK unterzeichnet. Ja, also die einzelnen Staaten, haben das unterzeichnet. Eine EU als EU unterzeichnet nicht. Also die EU ist doch nicht. Die EU besteht aus Einzelstaaten, die unterzeichnen Verträge. Die Luftverkehrsabkommen, darum haben sie 183. Oder? Sie haben ja nicht nur ein Gebilde EU. Ein Gebilde EU unterzeichnet keine Verträge. Da haben sie die einzelnen Länder, die das unterzeichnet oder nicht unterzeichnet, einen Vertrag eingehen oder einen Vertrag nicht eingehen. Aber wenn sie einen Vertrag eingehen, dann erwartet der Vertragspartner, dass sie den Vertrag einhalten. Das ist bei der EMRK so. Und jetzt ist eigentlich nur noch verbindliches Völkerrecht. Das heisst, es wäre dann verboten, die Todesstrafe einzuführen, Sklaverei einzuführen. Was gibt es noch im verbindlichen Völkerrecht? Genau. Und den Rest würden sie eigentlich mehr oder weniger nicht mehr als verbindlich erklären. Das ist eine ganz gute Frage. Aber offensichtlich wissen Sie schon die Antwort, aber die anderen Damen und Herren im Saal vielleicht nicht. Die EU-Kommission ist erstens einmal, eine supranationale Organisation. Sie hat das vorher gesagt, nicht, aber es ist eine. Sie kann verbindliches Recht für ihre Mitgliedstaaten setzen. Das ist supranational. Die EU-Kommission hat wählen, die EMRK unterzeichnen. Und jetzt erraten Sie mal, was passiert ist. Das EU-Gericht, also nicht zu verwechseln mit dem EMRG, also dem Europäischen Menschenrechtsgericht von Straßburg, sondern das EU-Gericht von Luxemburg, hat gesagt, nein, kommt nicht in Frage. Und wissen Sie wieso? Sie wollen keine fremden Richter. Nur ein Gott, hä? Die sagen, sie sagen nichts, ein höheres Gericht als wir, und wir werden in Frage. Schlicht. Und jetzt wir plötzlich.
Oder wird immer gesagt, wegen der Ehe, wegen der Menschenrechtskonvention, das ist eine gute Sache. Als wir die im 74 eingeführt haben in der Schweiz, dann hat man nicht einmal eine Volksabstimmung gemacht darüber. Weil es war so klar, dass in der Schweiz haben alle gesagt, ja, das ist ja genau das, was wir auch in der Verfassung haben. Brauchen wir gar nicht abstimmen. Heute sagt der Bundesrat allerdings, man hätte sogar so obligatorische Referendum machen müssen. Aber man hat es nicht gemacht, weil es absolut klar war, das wollen wir ja auch. Überhaupt keine Differenz. Und dann haben die Richter angefangen, die Frau Keller und all die anderen Leute, da angefangen und sagen, das geht nicht. Und dort, da habe ich noch ein bisschen Geld ausgegeben, jetzt sind die Länder dort. Die Idee, dass man sagt, wir wollen einen Standard für den Menschenrechten, der ganz Europa gilt, da hat niemand etwas dagegen. Aber dass wir zum Beispiel plötzlich eine Familie nicht mehr auf Italien ausschaffen können, weil das menschenrechtswidrig ist. Das müsst ihr euch mal vorstellen, was das heisst. Italien, ein EU-Gründungsland. Soll es nicht mehr möglich sein, jemanden auszuschaffen? Oder ein Schläger müssen wir in der Schweiz behalten? Weil es nicht auf Deutschland ausgeschafft werden. Dass wir niemanden ausschaffen in ein Land, das unterköpft wird, das müssen wir gar nicht diskutieren, das machen wir nicht. Aber wir bestimmen, wer da ist. Und wenn wir nicht einmal mehr Kriminelle rausführen, weil irgendein Richter, der die Brüder dann noch nicht bei sich in der Stube hat, wir haben sogar in der Straße, das geht nicht. Ich bin nicht einmal gefragt worden nach einem internationalen Recht. Ich würde sogar sagen, wir haben so gut können verkaufen. Erstens mal, das Produkt muss so gut sein, das muss stimmen. Und der zweite, weitere Faktor war, genau wie wir Schweizer sind. Wenn wir seit 150 Jahren die Demokratie haben und wir seit 150 Jahren draufwürdig sind, wegen dem haben wir verkauft. Niemand, ich würde sogar behaupten, mit den Ausgebildeten, die draussen sind, also für kleine KMUs, die können es wirklich gut tun, was dort mit der EU gehört wird. Und glaube in der Schweiz. Ich glaube, im Wechselpark von Sonderland jemand miteinander. Also wirklich, Produkt verkaufen, wenn das Produkt gut ist, ist ganz eine andere Fragestellung, wie da wieder internationale Vertreter sind. Das ist es gibt eine Rechtsunsicherheit, die man schafft. Nein, es gibt keine Größe. Man tut ja das, was heute gilt, wird schlussendlich weitergeführt und der SPI abgelehnt wird. Und das, was heute gilt, hat sich bewährt. Sonst hätte man nicht den Wohlstand und hätte man nicht die Schweiz, so wie sie heute ansteht. Oder? Mit dieser Rechtsordnung, mit dem Rechtsstaat und dieser Verlässlichkeit. Und wenn Sie ein gutes Produkt haben, ich mag es nicht nachvollziehen, auf was Sie vorhin ausgeführt haben. Aber der Punkt ist auch, wenn eine Firma funktioniert und internationale Verträge respektiert, dann sind sie ein zuverlässiger Partner, dann werden ihre Produkte gekauft. Kommt auch der Umsatz statt, dann haben sie entsprechend hoffentlich auch gewonnen. Oder sie haben etwas, was sie nicht einmal merken. Zum Beispiel einer von diesen Verträgen ist der Patentschutz. Also dann müssen sie nicht einmal merken, wenn sie verhandeln, aber ihr Produkt je nachdem ist geschützt und da haben sie Vereinbarungen. Zwischen ganz vielen Ländern. Es geht um das, es geht ja nicht, dass sie im täglichen Verkehr irgendetwas haben, da wissen sie ja, was sie sich halten müssen. Aber es gibt Völkerrecht, die wir mit mehreren Ländern abgeschlossen haben, und die gilt es einzuhalten, und dort ist die Rechtssicherheit nachher nicht gegeben. Danke vielmals. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Das Wort ist offen. Das ist ein Moment der Zeit. Ich hätte sonst noch eine Frage oder auch ein Statement. Ich habe zuerst eine Frage an Frau Quadranti. Es ist mit dem Bruder vorher schon schnell zu kurz gekommen, mit dem Luftverkehrsabkommen. Ich möchte auch auf das hysterisch hypothetische Beispiel kommen mit dem serbischen Luftabkommen. Zum Beispiel, das ist jetzt ja nicht von mir, das ist ja mir genannt worden, Frau Quadranti. Jetzt ist meine Frage, wenn jetzt der Schweizer Souverän würde eine Volksabstimmung machen, die sagt, wir wollen keine serbischen Brüder mehr. Das ist eine Hypothese, aber das ist jetzt eine Frage. Wenn das
mehrheitsfähig wäre, Volk und Spende würden dann zuweisen und nach allen unseren heute geltenden bundesverfassungslichen Richtlinien würde die Volksabstimmung angenommen werden. Hypothetisch. Was sollte denn Ihres Erachtens passieren, wenn das so eintritt? Heute wäre es so, dass man Ihnen dann sagt, wie man es bei der Gladiationit jetzt zum Beispiel gesagt, bei der Ernährungssouveränität oder beim Fairfood, dass man sagt, das widerspricht internationalen Verträgen, die wir haben. Und dann geht es eine Diskussion darüber mit dem Luftverkehrsabkommen. Das Luftverkehrsabkommen ist das problematischste Abkommen, ja, für uns ein Schlusszeichen, und auch sehr viele Länder hat, ich glaube 183, wenn ich es richtig aufgeschrieben habe. Dann müssten wir das nachverhandeln. Aber Sie haben da jetzt, wenn das Ding angenommen würde, dann setzen Sie es eigentlich, dann gilt es einfach nicht. Wir brechen es, ohne dass wir verhandelt haben. Ja, wir sind auch. Ja, Sie haben einfach, es gilt dann nicht mehr. Obwohl wir es unterzeichnet haben, wenn wir das Software abkommen, dann gilt es nicht. Es geht darum, genau diese Signalwirkung, die nicht mehr zuverlässig ist. Man hat plötzlich die Möglichkeit, eine beliebige Initiative, kann ich dann jeglichen Staatsvertrag, wo das Völkerrecht ist, wo wieder ein Referendum unterschlagen ist, kann ich quasi unterwandern. Das heisst, jeglicher Vertragspartner von uns weiss nicht, was wir morgen schlussendlich als nationales Recht beschliessen, erklären und darum quasi in seinem Vertrag eigentlich berechtigt wird. So kann es nicht funktionieren. Also wenn ich es richtig verstehe, dann sind Ihrer Meinung nach eigentlich Initiativen auf ihren Inhalt geprüft werden, schon vorher. In unserer Verfassung gibt es genau zwei Bestimmungen drin. Das heisst, wir schauen Einheit der Materie muss gewahrt sein und Einheit der Form. Was es genau ist, ist nicht so wichtig im Moment. Jetzt sagt man noch, wir schauen den zwingenden Völkerrecht. Das wollen wir auch nicht. Das ist vorher gesagt, was das ist. Ja, dann ist es jetzt, wenn einer zum Beispiel nur die Todesstrafe einführen. Haben wir jetzt ja einen probiert vor ein paar Jahren, aber noch über zwei Wochen hat er die Unterschriftensammlung abgebrochen. Das ist dummes Anliegen. Ich glaube nicht, dass wir das hätten machen. Aber wer möchte die Schweizer Volk daran hindern, so eine Initiative zuzunehmen? Bestimmen wir dann das selber? Oder ist das Verhellen da von Straßburg? Gut, aber das wäre zwingend Völkerrecht. Nein, Todesstrafe ist nicht zwingend. Nein. Okay. Ja, nein. Also in Hessen zum Beispiel, die hat zuerst den letzten Samstag und den letzten Sonntag abgeschafft. Das ist ja das so ist die Demokratie zum Beispiel in Deutschland, da dürfen sie noch etwas abschaffen, was schon lange nicht mehr gilt. Das ist also eine Bombe. Okay, ich würde sagen, wir machen noch eine Frage, wenn es einige hat. Danke vielmals für das. Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Ich kann meine schon stellen. Gibt es noch jemanden anderen? Okay, dann darf ich noch mal eine Frage stellen. Es hat geheißen, unser Wohlstand sich auf dem System gebaut, das wir jetzt haben. Das würde also heißen, dass bis 2012 wir ein miserables System haben. Also in den letzten 8 Jahren ist unser Wohlstand aufgebaut worden. Das kann es nicht sein. Also diese Aussage muss man nach meinem Dafürhalten absolut korrigieren. Weil unser System hat bis 2012 auch funktioniert. Und absolut nicht irgendwie, das stimmt einfach nicht. Also da muss ich jetzt einfach sagen, die Aussage, die muss man relativieren, die stimmt so nicht. Ich habe die magische Zahl 2012 mit der entsprechenden Schufa-Praxis nicht wirklich mit unserem Wohlstand jetzt 1:1 in Verbindung bringen. Wir haben, seit es den Bundesstaat gibt, seit es eine direkte Demokratie gibt, seit es die Schweiz gibt, schaffen wir an den Wohlstand zu haben, und die Hände der Leute zu halten. Und es geht wirklich darum, dass ganz, ganz viele Faktoren zu dem Wohlstand beitragen. Unter anderem haben Sie da gehört, dass es ein ausgezeichnetes Berufsbildungssystem dazu bietet. Oder unter anderem unsere Exportfähigkeit und Importfähigkeit, unsere Handelsbeziehungen tragen zu dem bei. Aber die Schubertpraxis 2012 und Petra jetzt quasi festzumachen, ob es vor oder nachher haben wir Wohlstand gehabt oder nicht gehabt, das ist also aus meiner Sicht sehr fair von der ganzen Geschichte betroffen. Der Wohlstand ist einfach jetzt 2012 eingetreten oder nicht. Sie funktioniert ja jetzt eben auch. Also es ist ja nicht, dass sie 2012 jetzt irgendwie eine Schwierigkeit an der anderen beschlossen worden wäre. Also man nimmt ein Beispiel,
setzt nachher eine Behauptung oder andere und sagt, jetzt hat sich etwas diametral und etwas wahnsinnig Wichtiges verändert. Das ist auch nicht so. Rechtssicherheit ist ja nicht per se einfach der Wert, der absolut ist. Ich meine, in einer Diktatur hat sie auch Rechtssicherheit. Im Dritten Reich ist der Wille des Führers, ist die Rechtsgrundlage gewesen, hat sie eine gute Rechtssicherheit gehabt, das wollen wir nicht. Wir wollen wissen, wer setzt das Recht, das die Sicherheit zu schaffen. Bis ins Jahr 2012 ist es klar gewesen, das letzte Wort, also wo mit dem Karl Schmidt der Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand bestimmt, ist das Schweizer Volk gewesen. Und jetzt geht es weg vom Schweizer Volk zu den Richtern, zu den Funktionären, zu der Regierung. Und dem müssen wir Nein sagen. Okay, damit möchte ich die Diskussion abschließen. Vielleicht ganz zum Schluss noch kurz eine Frage an jeden. Ich glaube, Sie, dass in 2,5 Wochen rauskommt mit dem Abstimmungsmittel. Ich hoffe, dass das Schweizer Volk weiss, was es da muss befinden muss. Und ich hoffe, dass das Signal ganz deutlich ausfällt, wirklich, dass es ganz klar ein Nein ist, das endlich rauskommt an der Runde. Weil man einfach die Zwangsanierungen aus eurer Seite will und heute gar nicht sehr viel Handlungsbedarf ist, bis es weitergeht mit dem Volk von der Schweiz. Das Volk von der Schweiz braucht keine SP, sondern braucht entsprechende Rechtssicherheit. Ich bin eigentlich sicher, dass es ein Nein gibt. Ich hoffe auch, wie mein Vorredner, auf ein klares Nein. Und zwar einfach darum, wenn wir kein Problem haben, wo wir da auch noch annähernd lösen können oder wo wir überhaupt lösen können. Sie wissen ja, Sie wissen ja von uns, was wir, auf was wir tippen. Am 25. ist natürlich auf ein klares Ja. Und zwar, weil ich am Schweizer Volk, den Stimmbürgerinnen und Bürgern, vertraue, dass sie sich die Gedanken werden machen, was bedeutet ihnen die direkte Demokratie, was bedeutet ihnen, dass unser Recht das oberste Recht ist für uns in der Schweiz. Also ich spüre ein Momentum in unsere Richtung, ob es lange weiss ich nicht. Aber eins weiss ich, dass jeder von Ihnen am Sonntagabend nach der Abstimmung möchte, dass das, was er gestimmt hat, wenn er auf der Siegerseite ist, dass das dann auch so umgesetzt wird. Das wäre ein Wort. Es bleibt ein Schweizer Entscheid. Es bleibt ein Schweizer Entscheid. Egal, ob es ja oder ein Nein gibt. Und diesen Schweizer Entscheid können wir auch immer wieder ändern.